Bangladesch hin und wie kann man sozusagen diese Institution aufbauen. Wir haben es jetzt 10 Uhr, ich gebe Ihnen nochmal ein paar Minuten Zeit zu antworten und dann denke ich, dass wir spätestens um 10 nach, 14 nach fertig sind. Ich würde jetzt gerne dir das erste Mal sagen. Das sind wirklich jetzt Fragen, wo ich auch merke, ist jetzt nicht nur der Finanzpolitiker sozusagen gefragt, sehr tief. Ich kann sagen, natürlich, also es ist, ich kenne die griechische Situation nicht ganz so gut in diesem Zusammenhang, aber ein bisschen mehr jetzt in Spanien und Irland mich bewegt, von den Staaten, die jetzt Hilfe bekommen. Und diese Krise zeigt ja ein Kontrolldefizit im öffentlichen Raum, ein Demokratiedefizit in der Form, dass der Staat ja auch nicht wirklich gut für seine Bürger gearbeitet hat. Und das Interessante ist, dass in jedem Land jetzt die Entwicklung unterschiedlich ist. Wir können in Irland feststellen, dass das ganze Land irgendwie so in der Stimmung ist. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir sind alle in die falsche Richtung. Jetzt müssen wir auch zusammen auskehren. Und die Krise genutzt wird, um auch Institutionen zu reformieren. Die haben zum Beispiel ihre zweite Kammer gesagt, das kostet nur, bringt nichts, schaffen wir ab. Und die Regierungsmitglieder sind beim Thema Dienstwagen mit gutem Beispiel drangegangen und gesagt, wir müssen auch bei uns streichen. So was, was unser Berlusconi in der italienischen Regierung noch nicht so im Blick hatte, jetzt Monti auch in Italien macht. Ich glaube, das sind wichtige Punkte. In Spanien mit der Occupy-Bewegung ist es extrem spannend zu sehen, wie Leute, die über Jahre hinweg sich nicht für Politik interessiert haben, jetzt mit ihrem System beschäftigen und wo das Wahlrecht aber eine Blockade ist, neue Parteien kaum eine Chance haben, da reinzukommen und wo eine Unzufriedenheit mit dem politischen System da ist, die irgendwo beantwortet werden muss in der Demokratie. Und ich glaube, das geht nur durch die Wahlrechtsreform und durch die Möglichkeit, dass auch neue politische Kräfte entstehen können. In Griechenland nehmen wir wahr, meine Kollegen berichten von Reisen, dass viele Menschen den Druck aus Europa teilweise auch produktiv finden und gut, weil sie sagen, der zwingt unsere korrupte politische Klasse endlich mal was zu ändern. So, und deswegen finde ich es interessant, ob man eben dort, wo es jetzt um die Privatisierung von griechischem Staatsvermögen geht, den Vorschlag aufgreift, es gibt da eine europäische Privatisierungsagentur, wo Griechenland Leute aus Experten aus Europa zusammenarbeiten. Und dann versucht man ein Beispiel zu geben, wie kann das auch sauber und transparent erfolgen, wie machen wir da gute Korruptionskontrolle, indem da Leute zusammenwirken. Und bei der Bankenrettung, da ist auch neue Leute reinzubringen, internationales Personal, dass da internationale Standards von Korruptionskontrolle, Kontrolle von Insiderhandel etc. reinbringt. Ich glaube, da ist eine Chance, solche Ansatzpunkte, wo Europa tätig wird, auch wirklich zu nutzen, um bestimmte Standards reinzubringen, denn ich glaube, dass viele Menschen die eigentlich gut finden. Ich bin aber sehr vorsichtig. Eine Frage, die mich wirklich beschäftigt ist, warum gibt es eigentlich in der griechischen Politik nicht eine Gegenbewegung, wo Leute mal sagen, jetzt haben uns da viele Politiker von den großen Parteien irgendwie da auch in die Malaise reingebracht, wir versuchen jetzt mal anders Politik zu machen. Da ist bisher nicht so eine hoffnungsvolle Kraft, auf die sich was konzentrieren würde. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, mit der wir uns noch stark auseinandersetzen müssen, wo es aber sehr schwierig ist, von außen die Antwort zu geben, denn ein Stück weit ist auch die Frage der Auswahl des politischen Personals etwas, was die Menschen in Griechenland selber tun müssen und selber schauen müssen, wie kommen wir eigentlich zu Politikern, die nicht nur sich selber in die Tasche wirtschaften, sondern wirklich was für das Land tun und wie kriegen wir da Strukturen aufgebaut. Aber dann eine gewisse technische Unterstützung zu leisten, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da würde ich halt nicht das Stichwort Sparkommissar in Vordergrund rücken, sondern die Frage einer technischen Unterstützung. Wie bauen wir einen Rechnungshof auf, der unabhängige Finanzkontrolle macht? Wie kriegen wir solche Kultur etabliert? Da haben wir, glaube ich, was zu machen. Und viele Griechen würden das, glaube ich, begrüßen, denn Korruption schadet letztlich allen. Und das Thema Demokratiedefizit haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Aber man darf bei all dem nicht vergessen, dass jenseits von so Fragen, wie sie jetzt bei Wulff, dem Bundespräsidenten, diskutiert werden, das Misstrauen gegenüber der politischen Klasse auch in Deutschland zunimmt und man schon vermehrt merkt, dass Menschen sich auch ein bisschen angewidert von Politik abwenden und sagen, ihr seid Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und ich glaube, dass wir auch in Deutschland darauf eine Antwort finden müssen mit einer anderen Politikstil. Und ich finde, da passt sehr gut rein, dass in Baden-Württemberg eine Landesregierung eben nicht nur sagt, wir machen A und B ein bisschen anders, sondern wir versuchen auch Politik anders zu gestalten mit anderen Diskussionsprozessen. Ich glaube, dass wir das auch auf Bundesebene brauchen und auf europäischer Ebene. Danke.
paar Punkte ergänzend machen. Erstens mal, Sie haben natürlich völlig recht. Ne? Also es sind Institutionen, Arbeitsmarktinstitutionen gehören auch dazu, Finanzmarktinstitutionen und überhaupt, wie funktioniert ein Land, wie ist die Mentalität. Und ich glaube, in gewisser Weise hat das Ähnlichkeit, Sie haben in zwei osteuropäische Länder angesprochen, in gewisser Weise hat das Ähnlichkeit mit der Transformation in Osteuropa in den 90er Jahren, nicht so massiv, aber da war schon auch sehr viel an institutionellem Umbau nötig. Nun war da natürlich der Druck und das, was man, also erstmal die Transformationskrise war in Teilen ja noch viel größer und man hatte auch im Grunde genommen viel klarer vor Augen das Ziel, man will in die Europäische Union, man will den institutionellen Rahmen anpassen und jetzt ist hier bei uns auch nicht alles toll, aber das war zumindest so, was worauf man hinarbeiten konnte, was glaube ich vielen Ländern geholfen hat, dann eben auch diesen institutionellen Wandel zu machen. Einige haben das sehr gut geschafft, haben auch schwere Krisen damit meistern müssen, wenn man sich die baltischen Länder anguckt, das sind kleine Länder, die natürlich relativ leicht zu managen sind, durch massive Transformationskrisen gegangen, jetzt jüngst nochmal Lettland, aber irgendwo, die haben sozusagen das Momentum hinbekommen, das zu machen. Also ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie groß ist der Reformdruck, wie groß ist die Bereitschaft, das zu machen. Und ich glaube, da sind wir dann auch an der Grenze dessen, was Wirtschaftswissenschaften in Erklärung leisten können. Das muss Politikwissenschaft machen, das sind soziologische Themen, die ganz wichtig sind. Aber sicherlich hilft auch ein bisschen, also Beispiel Estland, die Größe des Landes hat geholfen, die Mentalität hat geholfen und eben dieser Druck. Jetzt zu Ihrer Frage, die war auch sehr bewogen, war sehr breit gespannt, deswegen kann ich das nicht alles aufnehmen, aber das ist eigentlich das erste Mal das Thema Abwertung gekommen. Würde Griechenland was helfen, wenn die aus dem Euro raus wären? Das wäre institutionell nochmal was anderes. Es gibt keine geordnete Insolvenzordnung für Staaten, das sagen wir zwar immer so, aber in dem Sinne gibt es das gar nicht. Wir können die auch nicht rauswerfen, weil es ist vertraglich nicht geregelt, die müssen selber austreten. Aber sei es drum, sagen wir mal, diese hätten jetzt ihre eigene Währung und würden abwerten. Mit denselben Institutionen wäre meine Prognose, wären sie ganz schnell wieder in der Situation, in der sie jetzt auch sind. Also das ist nämlich genau die Frage, die Abwertung hilft erstmal, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, aber wenn dann die Löhne wieder steigen, wenn sozusagen die ganzen institutionellen Bedingungen dieselben wären, dann wäre auch dieser Abwertungsgewinn wäre sehr schnell wieder aufgefressen. Es gibt eine Serie von Entwicklungsländern, in denen man das gesehen hat, die also immer wieder durch diese Zyklen gegangen sind, wieder abgewertet haben und letztlich, also auch da, das hilft temporär, also das will ich gar nicht abstreiten, aber die Lösung für dieses Dilemma, was das Land hat, wird das auch nicht bringen. Zwei Punkte, die ich für wichtig halte in dem Zusammenhang. Erstmal, ich glaube, so schlecht sind unsere europäischen Institutionen gar nicht. Also wenn wir es schaffen, wirklich da sozusagen Role Models zu geben und zu sagen, so kann es funktionieren, so könnt ihr euch Dinge im Ausland vielleicht auch abgucken, die für euch passen. Ich bin da ganz hoffnungsvoll, dass man das hinbekommen kann. Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass junge Leute ins Ausland gehen, sich angucken, wie Dinge woanders funktionieren, gut ausgebildet werden und dann wieder Anreize haben, in ihr Land zurückzugehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Das kann nicht aus dem Land heraus selber passieren. Das ist ja etwas optimistische Note am Ende. Da sind wir natürlich jetzt mit Jahrzehnten von europäischer Integration jetzt in einem anderen Stadium, wo dieser Austausch relativ leicht möglich ist. Wir müssen unsere Bildungssysteme öffnen, wir müssen dann auch wieder Anreize bieten. Im Moment gibt es ja eher eine Abwanderung von, ich sage bei dem Beispiel Griechenland, von höher Qualifizierten ins Ausland. Vielleicht kommen die irgendwann auch mal wieder zurück, wenn es dann doch einigermaßen funktioniert und können dann eben bei dem Umbau mithelfen. Aber deswegen habe ich gesagt, das dauert lange. Ne? Und das ist dieser institutionelle Umbau kann, glaube ich, nur letztlich über eine Generation verlaufen. Aber das wäre wichtig, jetzt die Weichenstellung dafür zu stellen. Das als Schlusswort. Danke Ihnen beiden nochmal für die spannenden Vorträge und auch die Debatte. Ich finde, wir haben einen sehr breiten Bogen heute geschlagen, von den Krisen, deren Ursachen über den Finanzbankenmarkt bis hin zur Realwirtschaft, bis hin dann auch zu den europäischen Institutionen und der Grundfrage dann auch, was Gesellschaft und Bürgergesellschaft denn zusammenhängt, das uns auch in der Landesregierung und auch im Landtag und auch in der Landespartei umtreibt. Ich glaube, dass auch klar geworden ist, dass diese Krise auch eine Chance ist für Strukturveränderungen, auch einen Green New Deal umzusetzen, auch eine Chance ist dafür, sagen auch nicht nur sozusagen nicht nur an den Institutionen rumzuschrauben, sondern wirklich zu versuchen, ganzheitlich europäisch zu denken. Durch diese Krise fangen wir an, europäisch zu denken in einem stärkeren Ausmaß. Und ich glaube, da hat auch diese Debatte heute und der Vortrag heute einiges auch zugebracht. Das letzte Wort, glaube ich,
hat jetzt noch jemand vom Kreisvorstand und ja, danke, dass Sie auch so zahlreich da waren. Ich wäre ein schlechter Landesvorsitzender, wenn ich jetzt nicht noch drei Sätze zu den Grünen sagen würde. Die Grünen sind eine Partei, die sich über Mitglieder freut, sich aber auch über Interessierte bei Veranstaltungen freut. Wir haben eine gute Homepage, wo wir immer wieder auch über aktuelle Ereignisse berichten, wo wir für Veranstaltungen werben. Schauen Sie da mal einfach vorbei, informieren Sie sich. Wir sind, finde ich, ein spannendes Projekt. Das hat auch, glaube ich, der Vortrag heute und die Debatte heute Abend gezeigt. Und vielleicht sieht man sich ja in dem einen oder anderen grünen Zusammenhang nochmal. Danke.